Ich hole mir noch Frostbeulen. Auf jeden Fall. Hey Leute, hier ist der alte Mann mit Horizon Zero Dawn. Weiter geht's. Wir gehen jetzt mal zurück und machen mal ein bisschen hier Nebenquests und so und labern und so. Mal ein bisschen skillen. Und gucken mal. Das ist cool. Ach, guck mal, da ist ein brennendes Dorf. Hier sind überall brennende Dörfer. Oder Grenzdinger. Zweizahn, Banditenlager, Stufe 9. Ach komm, das machen wir auch mal gerade. Zweizahn! Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Auf geht's, auf geht's. War da was? Ich glaube nicht. Stufe 9, lächerlich. Da gehen wir so rein. Oh Gott, wer ist das denn da? Was hat der denn da in der Hand gehabt? Keine Zeit zum Nachdenken haben. Entschuldigung. Yeah, cool, aber scheiße ist das laut. Nicht bewegen, ich muss zielen. Ich auch, sorry. Ich muss die Waffe wechseln. Oh, komm her, Freundchen. Tut mir leid, es hat explodiert. Die Banditen haben ihre Gefangenen hierher gebracht. Sie werden alle draufgehen. Oh ja. Ich hätte die befreien sollen. Das habe ich wieder nicht gemacht, ne? Banditenlager. EP ist 7500. Und jetzt ist es ein Nora-Lager. Sie ist da entlang. Die haben ja alle irgendwie... gummige Sachen an. Die Verderbnis klebt an den Maschinen. Zäher Honig. Sie treibt sie in den Wahnsinn. Haben sie die Mutter Flecken aufgewacht. Welche Hoffnung bleibt sie? Schlacken, Schein, Scheißglas, Schließlaschl. Ah, hier ist was. Guck mal. Notizbuch, ja. Nora. Vielleicht sogar der ganzen Welt. Urmutter, vergib uns. Halte uns in deinem Gedächtnis. Sie ziehen weiter. Wer zieht weiter? Ich werde alt. Aus der Bahn! Sammeln. Sammeln. Da gibt es bestimmt noch einen Weg nach unten. Mein Gott, guck mal, wie groß das Banditenlager ist von der Seite aus. Ich komme hier raus. Ich laufe lieber den Weg weiter, weil ich bin ja schon ein paar Mal zu Tode gestürzt. So viel dazu. Das Lager, das habe ich gar nicht untersucht. Ich trottel, ne? Ich war ja da.
letzte Folge. Miau. Ich glaube, ich bin sicher. Vor was auch immer. Hier müssten die Maschinen auf Hauptmann Balans Patrouille getroffen sein. Ich vergesse wieder mitzunehmen, siehst du? Na toll. Ich wollte ein bisschen mit dem rumspielen, war schon ein bisschen gemein. Aber ich will so einen erobern für mich. You spin me right round, baby, right round, like a racket, baby, round, 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 round. Du siehst sie? Round, sie round, sehen round, dich round, nicht. Was. Oh Mann, so. Ist das Dorf erkunden hier? Da haben wir noch ein bisschen Dingens. Aha. Einer der Kaja ist hier gefallen. Ja, stimmt. Die soll ich hier suchen. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Dieser Kaja ist weit vom ersten Kampf gefallen. Hallo, ihr lieben kleinen Tierchen. Ihr seid doch bestimmt ganz lieb. Ja, ja, ist alles gut. Na, bist du wohl. Ja. Holy Schatz. Holy Schatz! Nächster Freundchen. Alter, bei dem Spielen geht die Zeit vielleicht schnell flöten. Das ist krass. Das kann nicht der Helm des anderen Kaja sein. Vielleicht weiß der was, der Typ da. Der ist einfach nur ein Händler. Kühlsaft. Ist das irgendwie wichtig? Für irgendwas war es wichtig. Ich habe es wieder vergessen mit dem Kühlsaft. Ja, irgendeiner wollte, dass ich Kühlsaft sammle. Kühlsaft! Jetzt neu! Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Mann, so krass ausgerüstet und dann sowas. Tut mir leid, Schweini. Schweini, nein!
dann tu's nicht. Es musste sein, Schweini. Für eine größere Tasche. Was für eine Tasche? Sehr nahrhaft. Oh, sehr schön. Oh, sammle Eber heute. Finde Times Ring. Siehst du, müssen wir auch noch weitermachen. Jagdglück. Das mache ich alles jetzt, ne? Das ist unser Ziel hier. Überall Blut. Hier hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Ins Wasser gezerrt, Alter. Ich wollte gerade sagen, gibt's auch vielleicht U-Boot, Raubtiere oder so? Na toll, ich werde es bereuen. La la la, schwimmen ist ja so wunderbar. Oh, Fischi. Oh Gott. Na toll. Na toll, Alter. Ich könnte meinen Fokus ein... Was ist das? Gesang? Ist das Tor versperrt? Oh ist je. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden, wie ein Gefangener. Ah. Gut, dann geh doch allein. Warte, ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Das erklärt den Bogen bei seinem Kadaver. Du hast es besiegt? Allein? Stell dir vor, willst du den Bogen oder nicht? Danke. Ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Die Sonne sei mit ihnen. Die Sonne sei mit ihnen. Ja. Danke dafür. Ich muss den Bogen in Ordnung bringen. Das Schnappmaul hat ihm nicht gerade gut getan. Du bist am Ende. Oh, das ist ein Verdorbener, oder? Nee. So, niemand steht zwischen mir und meinem Wildschwein. Guck mal, jetzt haben wir das sogar schon. So, wo müssen wir das denn hin mit dem Auftrag? Kein Blabla-Ring. Quest? Neben. So. Nein. Aufträge. Hier. Okay, gehen wir jetzt mal hin. Wir können auch noch da in Brutstätte. Und
Teiltreff findet, ist Jakobit der Hüter. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Machen wir es nacheinander. Unterwegs können wir noch ein bisschen abschlachten. Und sammeln. Auch, natürlich. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Wir gehen jetzt mal weiter. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Wir haben einen Truthahn in dem Truthahn gefunden. Truthahnknochen. Truthahn. Hier sind noch die ganzen... Ah. Die Äste können einen aufschlitzen wie Krallen. Hier bin ich aber nicht in Deckung, ne? Boah, die sind ja, der ist ja gar nicht so schlecht, meine Güte. Das ist so gut gemacht, meine Güte. Das brauche ich später noch. Das sind die Wildkatzis. Ich wollte F5 drücken zum Quicksafen. Ich fasse es nicht. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich das niemals rausgefunden. Komm, wir gehen hier lang. Scheiß drauf. Besser als ein 360 No-Scope. Okay, jetzt wissen wir, dass es auch Krokodile gibt. Meine Güte, ich bin gespannt, was es noch gibt. Plünderer, die andere Maschinen ausschlachten. Medizinbeutel ist voll, okay. Hilfe. Das gehört. So will ich nicht enden. Hilfe! Ich schaffe es nicht! Oh oh. Entdeckt. Ist der tot? Der ist tot! Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt stirbt. Oh Gott. Naja, das hat ja keiner gesehen. Random Encounter, meine Güte. Ich würde jetzt gerne wissen, ob ich die jetzt nochmal, Der ist ja nicht infiziert. Jetzt gucken wir mal. Ich würde ja gerne mich so einen auf meiner Seite haben. Na gut, dann nicht. Na, was wirst du doch? Eine Frau schlagen hier. Ah!
Was denn da los? Wollen die zu mir? I hope not. Wäre nämlich nicht so toll. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Bababam, bababam. Es tut mir leid, mein Freund. Beim zweiten Mal wurde er dann gekillt. Zwei Treffer, es tut mir leid. Normalerweise würde ich jetzt bei sowas laden, aber das ist ein Random Encounter. Also, ne? Verderbniswurzel. Verderbniswurzel. Nein! Okay, weiter geht's. Da wollen wir hoch. Komm, du kleine. Ja, fein. Komm zu, Fatilein. Das wäre doch fein. Tada! Der Beste. Manchmal denke ich, ich spiele auf leicht, aber ich spiele auf normal. Ich schäme mich ja ein bisschen, aber die Zeiten von immer nur auf schwer spielen. Ich meine, es kommt immer aufs Spiel an. Und seit Halo vom Dauersterben. Das sind zwei Quests. Kaja-Rüstung. Komm schon. Warum sollte man sich auf dem Schlachtfeld von anderen abheben wollen? Das stimmt. Um meins, wenn ich deine Freunde suche. Also zahle oder geh. Aber ohne diese... Deine Freunde sind in Gefahr? Mitarbeiter, nicht Freunde. Eine Handelskarawane auf dem Weg zu den Banuk und der ganze Weg wimmelt von Maschinen. Ich habe sie mit genügend Sprengpfeilen versorgt. Bei der Sonne, sie ließen sie zurück. Was für Maschinen lauern denn auf dem Weg? Plünderer und Langbeine, soweit ich weiß. Und ich hörte von etwas viel Schlimmerem. Etwas, das gnadenlos zuschlägt. Ohne Sprengpfeile haben sie vermutlich keine Chance. Warum ließen sie die beste Munition zurück? Ich weiß es nicht. Masavid, der Karawanenführer, macht eigentlich keine Fehler. Ich wollte ihnen die Kiste hierher bringen, aber ihnen weiter in die Wildnis zu folgen... Das wäre Selbstmord. Okay, machen wir. Wenn ich die Karawane sehe, werde ich für sie tun, was ich kann. Tja, das ist schon mal mehr, als mir dieser wertlose Abschaum hier angeboten hat. Hier, das ist meine Munition für die Karawane. Du wirst sie brauchen. Und die Sonne leuchte für dich. Ah, die Sonne leuchtet für mich. Als würden ihnen die Metallteufel böse Worte einflüstern und sie verderben. Meine Güte. So, ich muss erstmal abspeichern, Leute. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Horizon Zero Dawn. Adios. Oh, wunderbar.